Da ist jemand aufgeregt. Obwohl, es ist nur ein Auto. Es ist nur ein Auto, ja. Bist du bereit? Mach an. Aufgesetzt. Alter. Ah, Janne, ja. Hä? Oh, da geht in die Ohren, das da. Oh. Aber ist geil. Boah, das ist jetzt so ein Riesenunterschied zu deinem Auto von der Kupplung her. Ist die so straff? Nein, du trittst fast ins Leere. Die ist also deines straff, das meine ich. Meines dagegen Wackelpudding. So einfach ist die zu bedienen. So. Brauchst du die Sitze noch? Ja, die sind geil, oder? Ich nehme die direkt. Die Sitze sind geil. Deswegen, ich sag auch, die sind Pflicht beim Shelby. Die sind Pflicht. So, jetzt werden wir diesen Joghurtbecher. Joghurtbecher? Mal warm fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute, weil vorher hat das keinen Sinn. Wir wollen ja dann die volle Portion rüberbringen. Ja. Dann kannst du dich auch was gefasst machen. Also die Kurven, die eben mit 60, 70 nur gingen, die werden gleich mit ganz anderen Sachen gefahren. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hat schon gestört.
und gleichzeitig kann man auch ganz entspannt fahren. Das ist jetzt Normalmodus, Klappe zu. Aber trotzdem noch laut für die Klappe zu. Ja, findest du? Ja, jetzt öffnet die Klappe. Aber weiß nicht. Ich finde es leise. Gegenüber Klappe auf. Ist schon entspannter. Damit kann man auch 400 Kilometer fahren. Oder 500. So Leute, ihr seht, ich sitze auf dem Beifahrersitz. Da weiß er noch nichts von. Der wäscht sich gerade die Hände. Werden wir ihn mal damit überraschen, dass er jetzt mal eine Runde selber fahren darf. Da ist er nicht von ausgegangen. Aber da ich ihn so einschätze, dass er sehr zurückhaltend fahren wird, kann er das ja gerne machen. Darf er nach Hause fahren? Habe ich ihn glücklich gemacht? Passt doch alles gut, Leute. Bin ich immer gespannt. Der wird sich bestimmt freuen wie Bolle. Der ist ja schon ausgeflippt während der Fahrt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein bisschen verwirrt ist er. Jetzt kannst du mal fahren. Ah. Da freue ich mich. Ja. Jetzt habe ich zu kurze Beine. Du musst hoch und dann. Vergiss den sechsten. Schalt wieder zurück. Der sechste ist nur für Autobahn. Ich bin immer gewöhnt, direkt auch mit den sechsten. Ach, Alter. Mach ich sogar selten auf Autobahn. Nur wenn ich wirklich Strecke fahre und dann irgendwie Tempomat oder so. Fährt sich eigentlich so ganz normal. Ja. Wie ein ganz normales Auto halt. Ja. Aber ich stell mal auf Rennstrecke um. Hier ist die Lenkung viel straffer. Ja. Der Lenkwiderstand. Das Fahrwerk ist härter. Traktionskontrolle, ABS und so regelt jetzt anders. Da muss man nichts dran ändern, oder? Ich finde, da ist serienmäßig eigentlich gut. Ja, ist ja der jetzt montiert vom R. Also ist ja nur Mittelteil. Aber auch fast keine Bohle oder irgendwas drunter. Nee. Ist vollkommen ausreichend. Finde ich auch. Auch über dem GT500, da war auch nichts anderes drunter. Nee. Man muss halt nur zusehen, dass man die deren Abgasanlage fahren kann. Weil mit den diversen Umrüstungen, die es beim 350, beim 500er gibt, alle Käse. Nur jetzt, also es ist eigentlich nicht mehr möglich, einen GT350 Serie zu fahren, also das nachträglich hinzubekommen, so wirklich. Leider. Schade. Seit letztem Jahr. Wir haben Bestandsschutz, aber für die neuen unmöglich.
Diese Straße ist so schlecht. Drüber fahren. Fahr über einen Bürgersteig. Oh! Deswegen. Park einfach hier. Oder park neben dein. Das waren die Nieten vom Frontsplitter. Gut. Nicht, dass ich dann nachher noch was kaputt gemacht habe. Und wie gefiel es dir? Ach, warte mal. Und wie fandest du es? Mega. Ist schon geil, oder? Es macht süchtig. Und es ist auch ganz schwierig, normal damit zu fahren. Ich will am liebsten nicht mal steigen. Ja, jetzt steigen wir aber in dein Schätzchen rein. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dir hat es auf jeden Fall gefallen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann, Leute. Ciao.